Entering Subduction. Okidoki. Wie sieht's aus? 334 Gegner, 5 Secrets. Nichts Ungewöhnliches mehr in diesem Map-Pack. Absolut nicht. Oh, sehr gut. Und wir kriegen direkt einen Rucksack. Sowas ist doch mal angenehm. Das ist doch absolut angenehm. Da freue ich mich direkt. So. Na dann. Dann schauen wir doch einfach mal, was uns hier so erwarten wird. Ein Revenant ist da direkt. Und natürlich findet er es witzig, direkt eine Verfolgungsrakete mitzuballern. So, dann machen wir das hier so perfekt. Okay, viele, viele Imps. Wow. Viele Imps. Eieieiei, oh no. Aber passt, wir können hier unten sogar uns ganz normal aufhalten, ohne dass es uns sonderlich viel ausmacht. Perfekt. Was dann bedeutet, dass ich hier mehr als einfach eigentlich reinfeuern kann. Dann werde ich mal kurz auf der anderen Seite hier noch die Leute killen. Aber ja, ich denke mal, ich weiß, wo die ganzen 300 Gegner drin, oder wo die ganzen 300 Gegner herkommen. Das wird wieder so ein Ding sein. Viele Imps, viele Shotgunner. Ich find's erstaunlich, weil... Ach, das ist ein Damage-Sektor. Okay. Und auch ein High-Damage-Sektor, weil ich habe nur 2 Ticks bekommen und war tot. Heißt, man muss sehr aufpassen. Sehr gut, dass ich die ganze Muni bekommen habe, war jetzt gut. Oh, na egal, passt. Nee, aber ich finde es irgendwie erstaunlich, weil eigentlich sind es ja echt verschiedene, verschiedene Wat-Autoren, beziehungsweise Map-Autoren, die hier mitarbeiten. Trotzdem haben so viele dieses Muster irgendwie sich angeeignet, I guess. Also, das ist ja nicht immer der gleiche Mapper, der das gemacht hat bisher. Es waren ja bisher schon verschiedene. Wo einfach dieses... Wo einfach so viele Imps und Shotgunner immer rein platziert wurden. Und das Ganze dann eben locker auf 300 Gegner oder so hochging. Dadurch. Also weiß ich, war das irgendwie so ein Theme? Kann ja theoretisch sein. Hat man sich da irgendwie quasi drauf geeinigt? So als Common Theme. Hohe Gegnerdichte, viel Kanonenfutter. Ich meine, ist ja eigentlich auch... ist ja legitim vom Ding her, ne? Generell, wie heißt es ja so schön? Limitation breeds creativity. Wenn man sich in der Hinsicht, sag ich mal, limitiert, in Anführungszeichen, dass man auf eine hohe Gegnerdichte achten muss mit viel Kanonenfutter, dann... Naja, dann hat man ja schon irgendwo eine Art Vorgabe, wie man überhaupt... Oder eine Art Grundherangehensweise, sagen wir es mal lieber so. Aber ist auch alles Mutmaßung. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es jetzt tatsächlich ist. Mir ist es nur aufgefallen, dass es komisch ist. Na ja, schön. Okay, da oben ist einer, den habe ich noch nicht getötet, jetzt aber. So, und jetzt euch da hinten. Sehr schön. Du da oben wirst auch nicht mehr lange leben, peng peng. So.
Das hier können wir uns schnappen. Dann zack. Und dann ballern wir den mal runter. Wir haben noch keine Doppelläufige, also bleibt uns nicht so viel anderes übrig. Die Raketen werde ich für Notfälle lieber behalten. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht, die hier jetzt rauszuballern. Wegen einem einzelnen Mankobus. Aha. Absolut kein Problem. Wir machen hier eine kleine Runde zurück und dann geht das ganz genauso weiter. Aber ich müsste mal gucken, also ich meine, den Namen vom Mapper dieser Map, den hat man auf jeden Fall schon mal gesehen in Community Chest 3. Heißt, vielleicht ist der einer der Übeltäter, Übeltäter ist jetzt vielleicht gemeine, aber es ist jetzt nicht so, ist jetzt natürlich nicht böse gemeint oder so. Eher scherzhaft gemeint, aber ja, einer der Übeltäter, die diesem Muster folgen von viel Kleinkram. Und ob es dann vielleicht einfach nur noch einen anderen gibt und die beiden haben halt irgendwie dann drei Maps jeweils und dann summiert sich das ja auch, ne? Zumindest genug, dass es einem innerhalb von 19 Maps, wo wir jetzt sind, beziehungsweise nee, 21 Maps mit den Secret Levels, dass einem dann zumindest auffallen könnte, dass es häufig vorgekommen ist. Aber I don't know. Kann sich tatsächlich auch um Zufall handeln, weil eigentlich hatten wir auch sehr viele Maps, die diesem Muster ja gar nicht entsprachen. Trotzdem ist die Gegnerdichte in Community Chest 3 bisher schon tendenziell eher hoch, ne? Also zumindest meiner Auffassung nach. Ich glaube, die meisten Levels, die 300 Gegner hatten, gingen jetzt nie so lang. Also klar, immer natürlich ein bisschen länger, einfach nur weil diese schiere Anzahl genug ist, dass es sich immer rauszögern wird. Aber den Umständen entsprechend eigentlich nie so lang, was immer dafür gesprochen hat, dass halt wirklich viele Gegner auf einmal kommen. Oh wow. Wie glücklich, dass ich gespeichert habe. Hehehe, meins. Ach so, und dann kommen wir hier gar nicht mehr. Also wahrscheinlich nicht mehr raus. Muss man das dann mit einem Sprung machen? Oder hier, hier hoch, okay. I see. So. Perfekt. Mhm. Na, wo ist der versteckte Schalter am Bürotisch? Hat die Person, die hier gearbeitet hat, nicht? Das ist nicht cool. So. Okay. Aber ich kann hier noch nicht so viel machen, aber hier geht's weiter jetzt. Na dann. Na gut, da kommt man hier raus. Warte mal. Da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, hier hinzuspringen, ja. So.
Das machen wir uns auch ganz einfach. Immer schön die Hitscanner priorisieren, die Deckung nutzen. Einfach schneller am Abzug sein als die Gegner, dann ist das schon in Ordnung. Zack. So, was passiert hier? Da hat sich was bewegt. Ich komme jetzt hier weiter. Na. Frech. Frech, 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 aber... ist wie es ist. Yay. Füll den Blutsumpf auf. Und hier kommen wir jetzt auch weiter. Perfekt. Das hier nehme ich mir auch mit. Ich meine, es sind nur 10 Schuss, aber... 10 Schuss sind 10 Schuss. Ich meine, ich hätte dich auch komplett ignorieren können. Ist dir das eigentlich klar, du kleiner Herr Neid? Naja. So. Zack. Hier schießen wir uns auch ganz ungestüm durch. Perfekt. Genau für so Situationen habe ich dann lieber ein paar Raketen. Nicht, weil es nicht anders geklappt hätte, aber weil es da das Risiko, Schaden zu nehmen, einfach drastisch verringert hat. So, den hier kann ich jetzt mit der Chain Gun ganz easy wegmachen. Ohne weitere Probleme. Da warte ich, bis er ein bisschen näher kommt. Will aber nicht. Na gut. Ach, der ist hier auf Impassable. Okay. Also zumindest ist die Line auf Block Monster. Aha. Interessant. Was genau hat es gemacht? Irgendwas hier? Da kommen wir nicht durch. Hier auch nicht. Ist hier jetzt irgendwas neu? Also irgendwas muss es ja gemacht haben. Hier. Nee. Ah, hier können wir jetzt durch. Das ist neu. Und jetzt kommen wir an die rote. Perfekt. Hätte jetzt sogar erwartet, dass ich ein bisschen Besuch kriege von Gegnern. Aber nee. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Sehr schön. Ja, hier haben wir jetzt keine andere Wahl, denke ich, fürs Erste. Hier wird jetzt halt einfach stur reingeballert. Und den Kill-Counter erhöht. Das wird hier gemacht. So, zack, zack, zack. Da ist das Exit, aber dafür werden wir wahrscheinlich beide Keys brauchen. Dann ist das auf jeden Fall unsere Aufgabe. So, machen wir dich noch weg. Wunderbar. Dann haben wir jetzt irgendwas aktiviert. Hier kommen wir zurück. Kommen wir hier irgendwie wieder hoch? Wahrscheinlich nicht. Da müssen wir den Weg hier nehmen. Was in Ordnung ist, ist kein großer Umweg. Das hier können wir mitnehmen. Hier schön alles aufsammeln. Hier was drücken. Oh, wow. Nicht schlecht. Die Rakete flog gemein durch. Hat glücklicherweise nicht so viel Schaden gemacht. Kommen wir ganz gut noch mit zurecht, denke ich mal, mit dem Damage, den wir gefressen haben. So. Hauptsache, ich schieße daneben, der Zombie schießt daneben, ich schieße nochmal daneben.
einfach ein ewiges aneinander vorbeischießen. So. Aha. Wo ist der Revenant? Ich habe ihn doch gehört. Ach, da oben bist du. Sehr schön. Dann kümmern wir uns mal kurz um die hier. Machen dich hier weg, kein Problemchen. Okay. Dann gucken wir uns hier doch nochmal schön um. Und wenn wir jetzt sicher sind, dass wir nichts vergessen haben, gehen wir in die Richtung weiter. Können hier schön alles wegmachen. Ganz locker, ganz easy. Mankubi, 2 Stück. Das machen wir uns auch einfach. Da denke ich, ist es in Ordnung, die Raketen zu nutzen. So. Wir schießen die kurz ab. Ja, für die Pinkies haben wir leider auch nur die Schrotflinte. Eine doppelläufige kriegen wir hier nicht, ne? Anscheinend. Oder die ist wieder in einem Secret oder so. Aber es ist auch in Ordnung. Ich komme auch mit der normalen Schrotflinte gut zurecht. So, machen wir euch auch noch weg. Wir nähern uns immer mehr dem Ende des Killcounts. Na. Sehr schön. Zack, zack, zack. Hihihi. Nice. Und jetzt hier unten schön die ganzen Imps wegmachen. Hallöchen. Ein Karko oder auch 2. Und vor allem ein Baron. Vielleicht kriegen wir da ja ein bisschen Infighting hin. Das wäre gut. Sehr schön. Au. Sehr gut, sehr gut. So, wie viel wurdest du erwischt? Autsch. Hier unten sind wir eh safe. Na. Perfekt. Zack, zack. Gepair. Oh, wow. Naja. Sie haben leider ihre Formation aufgelöst. Irgendwo da hinten sind Hitscanner. Machen wir ganz locker, flockig hier. So. Aua. Zack, schnappen uns alles. Und dann rein da. So, wo sind wir rausgekommen? Wieder am Anfang. Aha. Interessant. Interessant. Wir haben eine der beiden Karten, die wir fürs Exit benötigen. Sehr gut, sehr gut. Das war hier. Nur wie kommen wir zur roten? Ah, das hier ist neu. Das schließt sich auch. Gemeinerweise. So, komm. Viel hast du nicht mehr. Perfekt. Ja, es dauert halt jetzt leider immer ein bisschen, ne?
dauert halt immer ein bisschen. Und anscheinend kommt ja auch immer schön nacheinander. Also entweder hat man das wirklich gut getimed oder gescriptet. Eins von beidem. Na gut. So. Wir können jetzt theoretisch auch kurz nach unten springen und die ganzen Spectres und Pinkies unten wegkillen. Ich nehme mal schwer an, dass Spectres sind. Ich habe noch keine gesehen, wirklich, glaube ich. Aber ja, es ist unten sind es aus irgendeinem Grund so gut wie immer Spectres. Ich weiß nicht warum. Ist halt einfach irgendwie so eine Tradition, I guess. Aber ja. Okay, hier brauche ich einen Red Skull. Diesmal ist es ein bisschen anders. Nicht so wie bei der anderen Stelle, wo der Red Skull quasi dadurch aktiviert wurde. Na gut. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Kriegen wir den schon von hier aus eher unschön so zu kämpfen. Das mache ich so nicht. Da gibt es doch bestimmt gleich eine bessere Methode, das irgendwie zu regeln. Mhm. Okay. Oh je, ich traue dem Frieden absolut gar nicht. Ach du Scheiße. Es ist, glaube ich, am klügsten, hier die Chain Gun erstmal zu nutzen. Und jetzt können wir... Na gut, jetzt haben wir das so gemacht. Ich denke mal, hier stirbt man nur, ja. Okay, das ist auch auf Impassable, perfekt. Dann bleibt uns nur noch das übrig. Okay. Perfekt. Wo komme ich hier raus? Das macht nur einen Aufzug und hier müsste ich dann später nochmal hin. Sobald ich die Karte habe. Die ich vielleicht jetzt auch aus dieser Mitte bekomme, wo die andere auch war. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Aber jetzt bin ich ja doch neugierig, was sich da noch verbirgt, wenn ich diese Stelle oder diesen Schalter drücke. Ey, das ist aber nicht nett, mich hier einfach auszusperren. Das hier ist offen. Na, come on. Wie kann ich das nochmal öffnen? War das hier? Nee. Gibt's da keine Möglichkeit? Okay. Das ist wahrscheinlich dann Teil des Secrets quasi, dass man da nur... Ja, weil hier ist das Exit. Das heißt, man muss da irgendwie wahrscheinlich über ein Secret nochmal reingehen, um dann noch das Secret zu bekommen. Zum Thema Secrets, ich habe sie alle nicht gefunden. Warte mal. Warum hat man eigentlich die blaue gebraucht? Weil hier laut... Hier steht halt eigentlich nur, dass man die rote braucht. Naja. Aber gut, dann suche ich mal noch die Secrets. Okidoki, das wird wild. Das wird wild, denn wir haben ein paar Sachen verpasst, die wir nicht mehr machen können. So, zum einen... eines der Secrets, was ich jetzt gleich zeige,
wird, sag ich mal, unerreichbar ab dem Zeitpunkt, wo man durch diese Tür hier geht, ne? Wenn man durch die Tür hier geht, dann tritt man hier über die Linie, dann schließt sich die Tür und dann schließt sich auch der Zugang zu dem Secret, wenn man das nicht schon vorbereitet hat und so weiter. So. Dann fangen wir jetzt mal an. Das hier ist erstmal was, das kann man auf jeden Fall immer bekommen. Hier macht man einfach einen Sprung. Wenn man ihn nicht verkackt, so wie ich. Vielleicht sollte ich davor einen Safe machen, dann kann ich immer schön, kann ich das immer schön probieren. Sollte ich das nicht direkt schaffen. Aber ja. Hier hinspringen. Ja, der Baum ist natürlich gemein platziert. Ist generell ein sehr gemeines Secret, weil der Sprung nicht so einfach ist. Aber ja. Hier reinspringen. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem eben erwähnten gleich schon direkt. Und zwar... Hä? Wieso hat das denn jetzt nicht funktioniert? Bin irgendwo... Naja. Nicht so schlimm. Ich habe es mir jetzt einfacher gemacht. So. Und zwar... Diese Stäbe hier. Wenn man durch die Tür, die ich jetzt eben erwähnt hatte, ne, durchtritt und diese Tür schließt, dann schließt sich auch das hier. So, dann war es das mit dem folgenden Secret. Und es ist generell eine ziemlich, eine relativ krasse Angelegenheit, weil hier könnte man von Anfang an hin, ne, sollte man auch... Wir haben hier nämlich eine ziemlich große Sektion verpasst. Wir haben ja auch noch 30 Gegner. Die haben hier nämlich echt gut was, sag ich mal, liegen lassen. Aber ja, fangen wir erstmal an und killen uns hier ein bisschen durch. Eieieiei. Na. Sehr schön. Jetzt nutzen wir einfach den Raketenwerfer, den wir hier haben. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So. Stimmt, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen falsch gemacht. Wahrscheinlich besser ist es, man geht zuerst hier hin. Eieiei, vorsichtig. Mach den hier down. Weil tatsächlich hätten wir hier sogar noch was sehr Schönes bekommen. Wenn man das hier drückt. Ganz normal. Oh, übrigens, das zeige ich auch schon mal direkt, diese Dinger hier, ne? Normalerweise würde man hier hinkommen, hier reingehen im besten Fall direkt, das hier sehen, sich vielleicht merken, den Schalter hier drücken. Und dann kann man, wenn man hier weitergeht, auch hier weitergehen. Kann sich hier schon mal etwas Schönes holen. Und zwar, wenn wir hier sehen, da ist ein Auge sichtbar. Wir schießen den Löwenkopf an. Kriegen hier dann auch eine Soul Sphere. Was natürlich super schön ist für uns, nicht wahr? Hier auch, hier kann man schön sich ein paar Rockets holen, hier dann durchrennen, weitergehen. Die Imps hier wegmachen und hier, wenn man runtergeht, kriegt man einfach eine doppelläufige. Ich hätte sie das ganze Level über besitzen können und bin hier einfach nicht reingegangen, ne? Weil das Ding ist, hier reingehen ist eigentlich sogar mehr oder weniger fast schon gewollt. Ist eigentlich die normale Level Progression theoretisch, aber ist optional. Weil es ist eigentlich, wenn man ganz normal da hingeht, ich hatte das sogar geöffnet, den Raum, wo diese Gitterstäbe waren, aber ich bin halt einfach nicht weiter rein, sondern dann in den Blutdings, glaube ich, gedroppt oder so. Jedenfalls. Dann würde man hier hinkommen, könnte hier durchgehen, würde hier durchkommen,
hoch. So, und das hier drücken. Ne? Das ist jetzt wichtig. Da würde man normalerweise das hier drücken. Hier würde man nicht weiterkommen. Heißt, man würde normalerweise dann, nachdem man das gedrückt hat, wieder zurückgehen, weil es bleibt einem dann ja nichts anderes übrig. Man hat dann keine andere Wahl, als zurückzugehen eigentlich. Ne? Wir spielen es jetzt mal so durch, wie man es eigentlich machen müsste, die Abfolge. Um es verständlicher zu machen, auch wie das normalerweise gedacht ist. So. Den Schalter, den man da jetzt hätte drücken können, ne? Hier müssen wir uns dann wieder durchteleportieren. Okay, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen... Wundert mich jetzt... Doch, es funktioniert jetzt. Genau. Den Schalter, den wir da jetzt hätten drücken können, und das ist nämlich sehr wichtig. Ah, aua. Der hätte nämlich dafür gesorgt, dass hier schon die rote Karte, also der rote Skull Key wäre. Heißt, den hätten wir dann bereits. Das ist nämlich sehr wichtig, dass wir uns das schon mal merken. So. Dann wäre ja hier, ne? Dann kennt man das ja, dann würde man hier durchgehen, sich hier durchkämpfen, hier weitergehen. Hier entlang, hier ist man dann da durch, zack, zack, zack. Das ist jetzt erstmal relativ normale Progression einfach nur, erstmal noch nicht wichtig für das große Secret, sag ich mal. Und dann würde man hier hinkommen, ne? Das haben wir alles schon gemacht, sich hier durchkämpfen, die Brücken aktivieren beide. Und hier ist auch wichtig, und zwar, dieser Schalter hatte diese Brücke hier hochfahren lassen. Und gleichzeitig das hier geschlossen. Heißt, man muss hier dann erstmal vorbeigehen, diesen Schalter ignorieren, zuerst hier in das Secret gehen. Zuerst hier in das Secret gehen. Wo man übrigens auch eine Kettensäge kriegt. So, zack. Wäre ganz praktisch. Und, naja. Danach, ne, wenn man in dem Secret war, müsste man den Schalter aktivieren und dann kennt man ja hier weitergehen. Und dann, dann hätte man ja die, sag ich mal, die rote. Da würde man ja dann hier durch das ganze Aktivieren von dem hier und so blablabla, würde man die rote kriegen und dann würde man hier reinkommen. So, und dann, und das ist jetzt wichtig, ne, normalerweise würde man jetzt hier hingehen, ganz normal, und diese Tür hier hinter sich schließen und damit auch diesen anderen Zugang. So. Jetzt hat man aber, dadurch, dass man dann hier reinkommt und die rote Karte schon besitzt, ne, weil man ja schon hier durchgekommen ist, hier das aktiviert hat, natürlich direkt die Möglichkeit, das hier zu aktivieren. Und dann hier wieder hochzugehen. So, hier müsste man theoretisch sogar gar nicht rein. Weil man hat ja die rote Karte, also den roten Skull Key schon. So, das bringt einem theoretisch gar nichts. Theoretisch kann man wahrscheinlich sogar, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wofür man die blaue braucht. So, außer das Skript ist ein bisschen komisch, aber irgendwie... Hat er mir nur nach... Hat das Exit-Ding mir nicht nur nach der roten gefragt, nicht nach dem blauen Skull Key, naja. Anyway, ne, nachdem man das dann aktiviert hätte und dann hier auch das hier gemacht hätte, blabliblub, sodass sich die Dinger hier lowern. Ganz normal hätte man dann nämlich hier hingehen können und hier wieder rein. Und das ist nämlich das Ding, dieses Secret ist tatsächlich... mit einiger Vorbereitungszeit, sagen wir es mal so, und einigem Aufwand verbunden, weil dann könnte man hier reingehen und das hier bekommen. Genau. Hier würde man nämlich eine Plasma Gun und eine Megasphere bekommen. Und dann halt entsprechend hier
zurückkommen. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann auch versiegelt. Genau. Ja, und das Einzige, was einem dann noch übrig bleibt, ne, dann geht man ja hier hin, kämpft hier sich durch. Und dann, und das ist nicht so einfach, der Sprung. Könnte auch sein, dass man dafür ein SR-50 braucht. Genau. Hier rüber. Und dann hier sich noch ein bisschen Ausrüstung holen. Und damit hätte man dann alles an Kills und Secrets. Und ganz ehrlich, das ist definitiv einer der aufwendigeren Secret Runs, glaube ich, die ich so gemacht habe. Oder die ich so machen musste, um zu zeigen, wie es eigentlich gedacht ist, die Secrets zu finden. Ist auf jeden Fall ganz schön komplex, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ja, insgesamt auch mein Fazit zu dieser Map, durchweg positiv. War eine echt coole und spaßige Map, hatte sehr spaßige Kämpfe, sah cool aus und ja, man kann sich, würde ich sagen, eigentlich nicht wirklich groß beschweren. Ich finde es immer noch interessant, dass so viel oder so oft vorkommt, dass im Level einfach Imp und Shotgunner getränkt ist, aber ganz ehrlich, es soll mir recht sein. Imps mit der normalen Schrotflinte abknallen, Shotgunner mit der normalen Schrotflinte abknallen, die mir dann freundlicherweise sogar Munition zurückgeben. Das kann ich den ganzen Tag machen und mir wird nicht langweilig, vermutlich. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber naja. Aber ja, schöne Map. Bisschen stark komplizierte Secrets. Ob sowas sein muss, bleibt, denke ich mal, jedem selbst zu überlassen, das zu entscheiden. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.